Hallihallo und willkommen zurück bei Remnant from the Ashes, bei Alles Furchtbar kommentiert, mit mir, dem Daniel, und meiner gegenüber steht das schöne Ebenbild meines Mitspielers, des Alex. Hallo Alex, du hast ja ein schönes eigenes Ego gebaut, das ja quasi eine idealisierte Version von dir selbst ist, oder? Ja, ist ein bisschen zu schlank, aber sonst passt's eigentlich. Ja, finde ich auch, ja. Gesicht ist sehr gut getroffen. Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt im Koop-Teil angelangt, hoffe ich jetzt mal. Zumindest haben wir uns schon gefunden im Game. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier mit dem Kristall irgendwo in der Welt rauszureißen. Und ich vermute mal, dass wir dann erstmal so richtig Action machen können. Deswegen hätte ich vorgeschlagen, Alex, lass uns mal uns in die freie Welt bewegen. Ha? Genau, mal schauen, was jetzt passiert. Ich habe nicht keine Ahnung. Ein anderer Spieler wartet am Kristall. Na dann. Okay, musst du jetzt auch nochmal drücken? Warte mal. Warte auf die Wrestling-Spieler. Naja, gut. Ah. Okay. Überlebensmodus ist unverfügbar. Ja, aber das ist jetzt. Also, ich dachte, wir machen jetzt erstmal die Kampagne, ne? Ja, klar. Genau. Und dann wäre das erste oder das einzige Versteck des Gründers. Ich drück da mal drauf. Siehst du das? Ist bei mir direkt vorgeschlagen worden. Okay. Na dann. Dann machen wir das. Also ich bin gespannt. Vielleicht noch für unsere zwecks unsere Charakterklassen. Ich habe jetzt quasi den Tank und Daniel hat den Supporter. Also der kann wohl auch ein bisschen heilen. Und genau, kann ich habe irgendwie so eine Heilaura um mich rum. 2,3 Meter stand irgendwie beim letzten Mal da in der Beschreibung. Und ja. Aber das ist, glaube ich, jetzt nur ein Mod oder so. Also ich habe keine Ahnung, ob ich den aktiviere. Mal gucken. Wird schon schief gehen. So, ich habe keine Ahnung, was jetzt unser nächstes Ziel ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Kein Plan. Nee, steht auch nichts da. Also sonst waren immer die Missionen recht schön dargestanden, aber bisher noch nicht. Okay, was wir jetzt gleich mal testen müssen, gilt das für uns beide oder für jeden Einzelnen? Weil da müssen wir uns mal ab und zu absprechen. Ich habe jetzt die Magnetkarte. Das ist für dich. Das ist weg. Mach du mal. Achso, warte mal, die... Achso, das ist wieder was zum Lesen. Moment mal. Ah, ich liege im Sterben. Es besteht kein Zweifel. Ich dachte immer, die Saat würde mich holen oder dass ich wie du nie sterben würde. Aber wir können nicht alle Helden sein. Wenn du. Ja. Wenn du. Hey, jetzt macht er Radau hier. Weißt du, dass du der Einzige in der Welt bist, der glaubt, er könne die Saat aufhalten? Die anderen von uns versuchen einfach so gut wie möglich zurechtzukommen. Ellen und ich müssten ohne dich auskommen. Ich werde dich nicht noch einmal bitten, zurückzukommen. Denke nur nicht, dass du für uns Opfer bringst. Wir haben schon genug geopfert. Ich werde immer deine Tochter sein, Nadine. So, das war jetzt nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte nämlich dieses grüne Giftgemisch da nehmen. Ölelixier. So. Okay, das gilt nicht für uns beide, ne? Okay. Oder doch, ich habe auch eins. Auf zwei das, ist bei mir jetzt ein Elixier. Da für eine Figurum. Das ist so ein Saatteil. Aha. Da gibt es noch was zum Angucken. Ah, Moment, da steht eine Schrift im Blut. What is the Labyrinth? Oh Gott, jetzt. Das, nicht. Wenn wir wüssten. Das. Ach, hier ist ein Checkpoint, oder? Nee, Checkpoint ist da hinten. Okay. Also sieht man aber auch immer. Da kriegt man dann dieses Q aufgeladen. Was ist hier noch? Oh, schau mal. So viel zum Lesen, hier ein Geheimversteck gefunden und da ist eine Rüstung. Moment. Das ist die Frage. Und da ist noch ein Tagebuch. Mein Näschen ist wieder aktiv. Ja, du bist ja so der Profi, was so Souls-like-Spiel angeht. Du weißt immer direkt, jetzt, wo... Jetzt müssen wir mal checken. Wenn ich jetzt die Rüstung nehme, hast du sie auch? Warte mal, ich scroll mal ganz kurz das Ding durch. Ich lese es jetzt nicht vor. Liebe Zuschauer... Was? Einmal bitte hier pausieren und durchlesen. Sonst wird es nämlich so gar viel? Nichts. Es ist keine Ahnung, da unten war auch schon was zum Lesen. Ich will jetzt hier nicht fünfmal irgendwie pro Folge eine halbe Stunde lesen. Jetzt habe ich die Dings genommen. Mandel des Landstreichers. Okay, dann ist die für uns beide. Warte mal, das heißt, ich kann sie besser schon als das, was ich habe. Raus. Rüstung, Gewicht. Gewicht 15, 20. Ja. Aber minimal Rüstung, nehme ich die. Ja,
Also wie das ja bei so Souls-like-Spielen ist, und ich meine, je nachdem, wie das im Tutorial besprochen wurde, Geschwindigkeit ist ja eben nur dann zu erreichen, wenn man eben leichte Rüstungen trägt, ne? Und auch das Rollen ist ja quasi schneller, hast du mir schon gesagt im Vorgespräch, wenn man eben weniger schwere Klamotten anhat. Und witzigerweise, du hast ja gesagt, du gehst auf Schnelligkeit als Nahkämpfer und ich nehme hier gerade die heftigen Klamotten. Ellen, ich möchte, dass du weißt, dass ich die... hast du auch so Probleme, diese Schreibschrift teilweise zu lesen? Da gibt's einen Lesen-Modus. Drück mal drauf, guck mal unten am Dings. Oh, da gibt's ein X. Ach du Kacke, und ich quäl mich die ganze Zeit durch. Ja, das ist mit dem Tagebuch auch passiert im Tutorial. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich lieb habe und dass es mir leid tut. Ich weiß, dass Worte es nicht wieder gut machen können. Es ist Zeit zu gehen. Ich gehe, um mit Saatmutter in der alten Kirche in der U-Bahn-Tunnel zu sprechen. Oh. Es wird mir den Weg aus der Welt zeigen und dann werde ich gehen. Auf Wiedersehen. Ja, das sind halt so Atmosphärenschnipsel, ne? Ich weiß nicht, ob wir die alle wirklich auslassen sollten. Ja, können wir ja meinetwegen mitnehmen. Ich habe gerade versehentlich eine Aura gemacht, so eine Heilaura mit F. Was so, hallo, F liebe Welt. Ja. Da sind wir. Da kommt was. Ups, Aiming. Na du, einmal der Hammer ins Gesicht und schon ist das Viech kaputt, ey. Ja, denk dran, du hast nicht unendlich Muni. Ja, ich heb mir die Muni mal auf. Deswegen nehme ich auch nur die kleine Gambam oder die große. Altmetall, ah ja. Wie und nimmst du denn eigentlich die Nahkampfwaffe? Weil bei mir wählt dann nur zwischen den Fernkampfwaffen aus. Einfach nur die linke Maustaste durch, nee. Dann wählt er die automatisch. Doch. Warte mal, war denn da irgendwie eine Button für Waffe wechseln oder so dabei? X, ne? Also ich muss nur die linke Maustaste drücken, dann, nee. Dann schlägt er automatisch zu bei mir. Junges Ding, aber spar doch deine Muni. Ey! Mal, ist es Friendly Fire? Ja. Ich hab weiß nicht. Drei Schaden gemacht bei dir. Du Sau! Stand da. Oh Gott, da muss ich aufpassen, wo ich hinschieße. Und du weißt ja, meine Schussfähigkeiten sind nicht existent. Du lebst gefährlich. Ich hab's gefunden. Zu jeder Zeit. Aber das Schöne ist, das Zeug gilt anscheinend für uns beide. Band des Wissens habe ich eingesammelt. Eigenschaftenpunkt. Okay, wir können Erfahrungspunkt. Oh, jetzt geht das wieder los. Oh, ich habe einen Erfahrungspunkt. Ausgeben. Nee, mach ich nachher. Mach ich nachher, wenn wir irgendwann mal wieder im Lager oder so sind. Teste dennoch mal bitte gegen alles zu schlagen, weil überall. Aber ich habe nichts zum Schlagen. Ich habe eine Schusswaffe gerade in den Griffeln und ich weiß nicht, wie ich die wegbekomme. Drück doch mal die linke Maustaste. Ja, dann schieß ich. Aha, ich kann nur schießen, wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte. Ach so. Sag ich doch. Oh, okay. Hör doch einfach auf mich. Ja, ist gut, Papa. Warum spielt hier Musik? Na, weil die Band spielt. Das ist ein Checkpoint. So, ich würde mal gerne was testen wollen. Mal Interesse halber. Ja, dann teste doch mal. Wie viel Altmetall hast du gerade? Warte mal, was ist denn das Inventar? Unten rechts, wenn du Inventar aufmachst. Ich habe 322, du? Das ist aber nicht das Euro-Symbol, ne? Ich denke aber trotzdem. Doch, ich denke, das ist das. 125 habe ich. Okay, jetzt mal gucken, ob wir beide das gleiche kriegen. 144. 341, ja. Passt. Okay, gut, dann müssen wir uns auch da nicht streiten. Nee, du hast wieder Angst, dass der Staubsauger vorbeischaut, ne? Nee, aber es geht einfach nur um taktische Gründe. Sonst hätten wir uns immer absprechen können müssen, wenn wir auf irgendwas sparen oder so. Deswegen. Na gut. Ich gönn dir doch alles. Ich weiß nicht, was wir hier draußen treiben. Wollen wir mal schnurstracks auf den roten Punkt zusteuern? Ja, das geht nicht, weil da ist dicht. Da ist ein Checkpoint auf der anderen Seite. Ja, auf der anderen Seite. Dann gehen wir das auf die andere Seite. Das ist das Levelende, sag ich dir doch, mit Sicherheit. Da sind Gegner! Oh Gott, ich hab gerade irgendwie einen sinnlichen Trank genommen oder so. Oh nein. Oh, da kommt was Größeres. Oh Gott.
Huch, was bist du denn? Oh, das ist was ganz Großes. Ach du Scheiße. Dafür habe ich die Schrodi dabei. Ich auch. verloren. Ach so, ja, wir haben ja quasi nur dreimal das Herz, ne? Bevor hier. Das heißt, ich habe nur noch zweimal. Ich hab's noch dreimal. Nee, ich hab dreimal. Ach so, okay. Ja, Moment mal, ich hab doch die heile Aura. Komm mal her. Warte mal, ich will mal was probieren. Heile, heile Gänschen. Ach cool. Da, 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 da. Das ist ja genial. Wisst ihr, wer braucht schon Herzen, wenn man hier die grüne heile Aura hat? Aber ich habe jetzt nur noch eine Aufladung davon. Ach so, okay, die sind. Ich glaube, ja, ich bin mir noch nicht so hundertprozentig. Ich glaube, mit meiner Pistole lade ich die auf und dann kann ich die halt quasi zünden. Das heißt, es macht durchaus sogar Sinn, dass ich mit der Pistole spiele gerade, dass ich diese Aura da bekomme. Na dann, schauen wir doch mal, was jetzt für Freuden auf uns warten. Achso, vielleicht noch so von rein. Wir überlegen uns, ob wir so Halbstundenfolgen machen. Mal gucken, wie es sich ausgeht, zwecks Quests oder ob das unpassend ist. Wir werden da ein bisschen rumexperimentieren. Also es kann sein, dass wir da variieren im Let's Play. Ja. Ich loote hier gerade mal alles, was ich so finde. Ich hoffe mal, dass man das irgendwie traden kann. Ja, alles in Ordnung. Da geht's auch weiter, okay. Eisen. Wir haben mehrere Wege. Hast du gerade ein Eisen bekommen? Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Warte mal, ich loot noch mal eins. Aber ich habe jede Menge neue Gegenstände im Inventar. Warte. Jetzt sehe ich denn, wie viel Eisen ich überhaupt habe. Inventar und dann auf Materialien. Ich habe 8 gerade. Materialien, Eisen. Jetzt habe ich 9. Ach, Materialien. Jetzt habe ich auch 9, aber jetzt weiß ich auch nicht, wie ich glaube, dann wird das schon geteilt. Da ist noch einer. Ja, aber Munition ist wirklich. Ah, da primäre Munition. Ach so, das ist für die. Primär klingt so für die Shotgun. Ich find's ja cool, wenn man irgendwie so eine Armbrust oder so bekommen würde. Hätte ich voll Bock drauf irgendwie. Nicht so eine normale Krachbumm-Knarre, sondern so schön. Oh, na, was spielen wir hier? Komm her. Ah, sekundäre Munition. Okay, ich guck mal. Warte mal, hier geht's auch noch hoch? Ja. Das ist so ein. Hast du jetzt ein Eisen dazu gekriegt? Kannst ja. mal bei dir ja, gucken? Ja. Also das heißt, okay. Wir können eigentlich nur looten und jeder bekommt das dann quasi immer so, wie es aussieht. Genau. Oh, da grummelt was. Das war nicht mein Bauch. Da grummelt aber sehr viel. Also was auch immer es ist, es hat Hunger. Ja, bevor du da jetzt losstürmst. Nee, ich stürm nicht los. Ich weiß ja gar nicht, wo es herkommt. Ich klappe gerade mal das Haus hier ab. Oh, da ist noch was. Oh, da ist ein Gegner. Meine Güte, also Bums hast du ja mit deinem Hammer. Na, Hammer macht Aua. Hammer macht richtig Aua. Ach, da geht's auch wieder weiter. Auch mal durch die Paletten durch, ne? Oh, weil da ist was Liedernes. Siehst du auch was Liedernes? Ja. Was ist das? Was haben wir denn da? Amulett des Revolverhelden. Hört sich gut an, gleich mal ausrüsten. Ja, ist schon bei mir. Wie geht denn das? Oder? Ach da. 15% Feuerrate und Nachladegeschwindigkeit. Das ist aber gar nicht mehr so schlecht. Sehr gut. Also lohnt es sich wirklich überall durchzugehen. Und immer so durch diese Sachen kaputt machen. Oh, das ist eine Kiste. Loot! Lootkiste! Loot! Was haben wir denn da? Mit Randen? Aber auf die Distanz macht man irgendwie gar keinen Schaden. ob das distanzabhängig ist, wie viel Schaden man macht auf den Gegner? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Achso, ich kann gar keinen. Achso. So, das bist du? Sag mal, irgendwo grummelt hier wieder was. Da ist nur Muni, ich weiß nicht, ob du die aufnehmen kannst. Ich habe nämlich schon welche. Sekundär-Muni, ja. Ah, warte mal, da ist er.
Irgendwas stimmt bei mir noch nicht so mit der. Also, ich. Keine Ahnung, ich tue mir gerade schwer, in dem Spiel das sauber zu sehen. Also, es ist flüssig, aber irgendwie gefällt meinen Augen das gerade nicht. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, wie heftig das System frisst. Nee, es ist ja alles flüssig, aber irgendwie passt irgendwas nicht. Ich muss mal was gucken. Vielleicht nochmal in den Einstellungen dann nachschauen. Mein Gott, wo geht's denn hier überall lang? Ja, es ist auch irgendwie nicht linear, ne? Ich habe im Tutorial hatte ich echt so das Gefühl, so ein bisschen schlauchlevelig. Wo kommst du her? Hallo? Ein Glück hat es hier mittlerweile Schnellfeuer. Durch das Amulett. Also hier oben scheint nichts zu sein. Ach, da ist was. Eisen! Wenn man so wichtig hier wegballer, wie konnten die Welt überrennen? Masse. Oh mein Gott, hier geht's ja überall lang. Ja, hier habe ich auch schon wieder ein Gebäude gefunden. Aber die sind, das sieht alles ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen, eintönig ist vielleicht der falsche Begriff, oder? Ja, ich find's auch scheiße, dass die Monster keine Pflanzen gesetzt haben und so, und alles schön. Ja, wie komme ich denn da hin? Nicht einmal das Klo ist hier geputzt. Meine Güte, wie schaut's denn da aus, ey? Da ist doch ein Übergang, den würde ich gern nutzen wollen. Wieso spawnen die einfach direkt hinter mir? Oh. Also Munition ist bisher zumindest mal gar kein Problem für die Pistole. Aua. Doppelhit. Wie kommt man darüber? Ja, ich muss auch mal überlegen, wie ich zu dir jetzt wieder komme. Wie gebüscht ist das? Ach, das ist keine Unüberwindbarkeit oder was? Ups, okay, hüpfen wir nur. Oder ist hüpfen, es nur, ach, das nicht, ist nur, ne? Show? Nee, nur rollen. Nur rollen. Ich komm zu dir. Ich wittere wieder überall Geheimnisse. Ich weiß noch immer noch nicht so ganz genau, was jetzt eigentlich unser Ziel ist. Tja, wenn ich dir das sagen könnte. Hier haben wir, glaube ich, einen Check. Irgendwas ist hier. Guck mal, hier ist irgendein Missionsmarker. Da hier. Da können wir den Gully runter, wie es aussieht. Oder willst du noch ein bisschen an den Autos umschrauben hier? Nee. Dann lass uns nach unten gehen. Ich bin etwas noch verloren in der Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Checkpoint. Was passiert, wenn wir den verwenden? Alle Gegner respawnen. Ah, weißt du, was es ist? Das ist ein Bonfire. Ja, dachte ich mir schon. Das heißt, jetzt stellt Munition und Drachen. Ah, okay, das heißt, man kriegt da auch immer wieder Munition. Das ist natürlich auch praktisch. Und stellt auch unsere Dings wieder her. Genau, das mit dem Herzen wusste ich, aber das mit den. Ach, hattest du bei Riggs im Tutorial auch diese komischen Gefäße auf dem Boden? Das sieht so aus wie so Gasflaschen, die so gefüllt aus Styropor waren. Wenn man dagegen gedreht hat, sind die einfach 5 Meter geworden. Da habe ich nicht aufgepasst. Also ultra ulkig. Was seid ihr? Ach, Pac-Man ist auch da. Okay. So, Pac-Man hat genug gefuttert. Oh, Moment mal, Saatfäulnis? Ja, das ist Giftschaden. Ah, wir dürfen nicht durch die Wolke. Aber es ebbt mit der Zeit wieder ab, okay. Ja, so ganz langsam. Ich weiß immer noch nicht. Was ist mit dir heute los? Wo ist deine Staubsaugerfunktion? Wie meine Staubsauger? Ich sauge und sauge und sauge. Ich sammle hier die ganzen Gegenstände ein. Ja, ich auch. Vielleicht sind einfach genug für uns beide da. Was hältst du davon?
Ich wollte gerade noch nachladen. Du kannst uns einfach angreifen, wenn ich nachlade. Oh Gott. Wie viel kommen denn noch? Augen auf. Da sind vielleicht noch welche. Augen auf beim Eierkauf. Da grummelt's wieder. Oh, da grummelt's. Moment mal, der hält aber ein bisschen mehr aus. Also hätte ich das gewusst, hätte ich echt die Sniper-Klasse genommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nochmal Heilung. Oh, was bist du da hinten? Wieso bin ich verseucht? Aua! Oh, 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 gibt Schaden. Oh, 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 oh. Am Köpfchen ist er aber nicht so gut gepanzert. Jetzt weiß ich noch nicht, was das Verseucht-Ding macht. Ja, ich hab das immer noch. Ich auch. Welch heldenhafte Musik wir gerade eben hatten, hast du die gehört? Ja, Hammer, Hammer, ja. Hammer. Absoluter Hammer. Ich hab ein bisschen Keuchhusten gerade. Ja, ich kotz auch gerade mir die Seele aus dem Leib. Oh, da oben ist doch, da hat was geleuchtet, oder? Blut für alle! Ja, wie kriegen wir denn das Zeug jetzt wieder weg? Eventuell, wenn wir uns wieder an den Kristall setzen. Oder es gibt einen Heiltrank. Aber der sorgt jetzt nur dafür, dass wir husten, ne? Also es ist nicht... Warte mal, rechts läuft bei mir was ab. Adrenalin? Wutstaub? Ah, okay, wir müssen noch dreimal die Dinge aushalten wahrscheinlich. Rechts läuft, ganz unten rechts. Ah. Jetzt noch zweimal. Ja. Dann sind wir wieder entseucht. Warte mal, was ist da? Achso, da geht's nicht durch. Hä? Bei mir ist aber noch 4, 3. Ja, ich bin's immer noch. Ja, ich auch. Ja, wobei, jetzt ist, müsste es, glaube ich, jetzt ist weg. Muss weg sein. Ich hab's noch. Ja, ich hab's auch noch. Hm. Okay, das war nicht das, was... Ja, oder das ist, wenn wir hier in diese komische Wasserding da rumrennen, dass wir das immer wieder kriegen vielleicht. Ja, dann warte ich jetzt mal, bis ich abgelaufen bin. Wenn ich es immer wieder krieg, sonst. Du hörst dich aber echt nicht gesund an. Nee, ich hab mich schon mal besser angehört, zugegeben. Was seid ihr denn? Viecher aus Doom oder was? Ach, warte mal, diese Giftwolke, kann das sein? Diese Wolke, die da in der Luft hängt? Ja, die Wolke auch, ja, da darfst du nicht rein. Es krummelt. Kommt her. Wir kriegen wieder Besuch. Ja, nachladen und husten ist irgendwie... Ui! Alter! Weißt du was? Einmal. Ich weiß schon, warum ich Heiler spiele. Ich krieg meine Verseuchung nicht los. Nee, ich auch noch. Aber ganz kurz geblinkert. Blinkern ist manchmal so ein Zeichen dafür, dass was ausläuft, so allmählich. Jetzt habe ich es wieder 5. Habe ich irgendwas gegen die Entseuchung vielleicht? Was habe ich denn für Gegenstände? Oh, wir haben noch einen Ring gekriegt. Echt? Verringert den erhaltenen Schaden um 15%. Gegnerwahrnehmung wird um 200% erhöht. So, was haben wir denn da? Wutstaub. Nein. Ah, guck mal, Ölelixier. Entfernt, verseucht und erhöht den Fäulniswiderstand um 30%. Das heißt, wenn wir das nehmen, haben wir die Verseuchung weg.
Aber dann haben wir halt nichts mehr, wenn wir es wiederkriegen. Ja, ich würde mal sagen, lass mal, ich lass es erstmal. So schlimm ist es jetzt auch noch. Da hat es doch gekrümmelt. Ach komm. Husten und dann die Mistviecher ist scheiße. Aua. Ach, weißt du was, wenn ich eh verseucht bin? Oh, warte mal. Autsch. Hey, Moment, ich muss husten, ich kann nicht schießen. So. Okay. Chaka! Ich habe in der Zwischenzeit, wenn du gerade mal ins Inventar geguckt hast, meine Talentpunkte mal schnell verteilt. Ich mache mal den Supporter so ein bisschen, habe diese Teamfähigkeit mal aufgelevelt. Ich habe noch gar nicht geguckt, was ich so alles kann. Ja, das ist keine Ahnung. Bisher sieht es hier von universell aus. Einmal mehr Lebenspunkte, einmal mehr Ausdauer und einmal mehr. Was war das andere noch gleich? Achso, eine Kiste zum. Warte mal, da quietscht so wieder. Haltet mir den Rücken frei! Oh Gott, den habe ich ja gar nicht gesehen. So, Moment, jetzt wird der Dampfer mal ausgepackt. Jetzt ist eh egal, ich bin eh verseucht. Attacke. Ach genau, der dritte Punkt ist quasi, dass man diese Talent-Dinger da, die Mods, schneller auflädt. Also ist für mich wahrscheinlich auch ganz gut, weil ich als Supporter ja regelmäßig mal auf eine Heilung zurückgreifen werden müsste, schätze ich mal. Hinten! Huch, da schießt was durchs Gitter. Oh nein, was bist du denn? Hey, gib mir Deckung. Na toll. Oh, der hat aber eine größere Bumme. Ja. Gehst du links rum, dann geh ich rechts rum. Ja, ja, Moment mal, ich hab gerade Hüste, ne? Ich auch. Oh, da kommt links rum. Also. Weiß schon. Obala! Ich hab grad ein Backman-Problem. Oh Mann, ey, wir kotzen hier permanent. Das ist mein Lieblingsgebiet. Wo sind die Geister, wenn man sie mal braucht, ne? Oh ja. Aber ich glaube, jetzt sind wir wirklich an einem Punkt angekommen, wo uns wahrscheinlich kaum einer der Zuschauer mehr auch irgendwie folgen kann. Also, Pac-Man ist ja, ne? Ach Quatsch, Pac-Man kennt man. Okay, wollen wir ins Licht? Oh, das sieht nach Boss aus, das sieht nach Boss aus. Das sieht nach Boss aus. Ja, dann müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen, weil wir sind natürlich auch so ein bisschen am Limit der Folge angelangt. Da würde ich sagen, steigen wir doch mit dem Boss beim nächsten Mal direkt ein, oder? Ja, gut, alles klar. Na gut, okay. Bis dann. Bis dann, tschüss.